Gut. Sehr interessante Geschichten. Könnten wir wahrscheinlich stundenlang so weitermachen. Anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zu Deutschland. So ein bisschen über den Football-Hype zu sprechen. Muss auch nicht lange sein. Einfach nur den Vergleich zwischen dem Football-Hype heute und dem Football-Hype, den du in den 90er Jahren verspürt hast. Wie würdest du das vergleichen und würdest du sagen, dass dieser jetzt mehr Potenzial hat, lange zu halten oder? Ja, insofern, der Hype ist ein, also Hype hätte ich das in den 90ern gar nicht genannt. Leute haben geguckt, aber heute, insofern Hype, wenn man das so nennen will, man generiert ein anderes Zuschauerpotenzial. Damals, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, die Leute, die sich damals dafür interessiert haben, haben dann auch angefangen, das zu spielen. Oder vielleicht hat man das selber nur so wahrgenommen, weil ich selber habe das geguckt im Fernsehen und habe dann irgendwann gesagt, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und vielleicht hat man das daraus dann projiziert. Aber heute sind natürlich Leute, die haben ganz andere Möglichkeiten. Früher, wenn du das wirklich wolltest, musstest du Geld in die Hand nehmen. Entweder, wie gesagt, mit diesen Videokassetten oder mit Premiere damals oder DF1 oder wie sie hießen. Denn ich sage mal, wenn ich von dem Sport keine Ahnung habe, dann hole ich mir ja kein Pay-TV-Abo. Und jetzt kann ich eben am Samstag ein College-Spiel gucken, ich kann am Sonntag zwei NFL-Spiele gucken, ich kann über einen Game Pass, über einen ESPN-Player, ich kann ja eigentlich, ich habe ja eigentlich mehr Möglichkeiten als ein Amerikaner, weil da ja vieles nur regional läuft, die Sachen zu sehen. Insofern ist jetzt die Chance, siehe die Ausweitung auch der NFL-Spiele in London, die Chance, jetzt viel mehr Zuschauer auch langfristig zu binden, solange sie eben bei diesem Free-TV-Konzept bleiben, sehe ich jetzt viel größer als früher und es passiert eben auch viel mehr drumherum. Also früher war es ja auch schwerer, nicht nur als Spieler Equipment zu bekommen, heute habe ich ja auch als Fan viel mehr Möglichkeiten. Stimmt. Übers Internet oder über lokale oder deutsche Anbieter Sachen Ja. zu ordern übers Internet oder teilweise sogar im Kaufhaus vor Ort, wie das eine Zeit lang hier zum Beispiel in Hamburg der Fall war. Ja. Oder früher an der Kreuzung, weiß ich, wenn da einer einen Aufkleber hinten drauf hatte oder der trug einen Ballcap, du hast an der Kreuzung angehalten, hast du hingequatscht, Alter, wo spielst du denn? Oder ja, und heute ist ein Ballcap Teil des natürlichen Erscheinungsbildes. Ja. Da macht heute keiner mehr irgendwie Federlesens drum. Stimmt. Also insofern ist jetzt, sind andere Möglichkeiten da und dadurch, dass du eben jetzt Leute hast, die damals in den 80er, 90ern aktiv waren und die jetzt eben da auch als Moderatoren sitzen. Also ich habe mit Spengemann zusammen bei Trittau gespielt oder Esume war damals eben Spieler bei den Devils, dann in der Nationalmannschaft, der hat Euro Bowl gewonnen, hat selber sehr viel gecoacht. Da hast du natürlich auch Leute, die sind für einen selber greifbar. Das ist insofern ist da jetzt eine andere Möglichkeit. Ja. Was ich für einen Irrglauben halte, ist nur, dass das jetzt, um eine Zahl zu nennen, es können, was weiß ich, 10.000 gucken das am Sonntagabend. Das heißt aber nicht, dass davon 10.000 am Montag sagen, jetzt will ich das aber selber spielen. Nicht jeder HSV-Fan ist aktiver Fußballer. Potenziell hast du jetzt eine größere Gruppe, einen größeren Topf, aus dem du Aktive generieren kannst. Und es entstehen daraus auch mehr Aktive. Das habe ich ja über meinen Job auch erlebt, dass die Leute sagen, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Was aber auch eben daran liegt, dass es inzwischen viel mehr Ligen gibt. Ich muss jetzt nicht in der Richtig. zweiten, dritten Liga anfangen und mich von den Ja. Berlin Adlern verhauen lassen, Richtig. sondern ich kann jetzt eben auch in der Landesliga oder in der Verbandsliga anfangen. Und habe eben mehr Möglichkeiten, eben auch auf einem Level, wo andere Leute sind. Ja, ich möchte Football spielen, aber ich habe weder die gottgegebene Gabe, da auf absolutem Level mitzuhalten, noch habe ich die Zeit. Ich möchte einfach ein bisschen ballen und Ja. da gibt es dann Truppen, die sind dann eben, ich sag mal, ja, da ist der Freizeitcharakter vielleicht ein bisschen, das muss ja bisschen ausgeprägter. Das muss ja jeder für sich selber wissen und jeder für sich selber entscheiden. Aber dass es die Möglichkeit generell gibt, Ja. dass das jetzt nicht auf dem absoluten Hochleistungsding passieren muss, was im Football meiner Meinung nach grundsätzlich immer schwer ist. Das ist ja etwas, was mich damals beim Football so begeistert hatte. Ich hatte da
im Hockey vorher andere Erfahrungen gemacht. Football ist wie ein Zahnrad. Wenn da ein Rad fehlt, ein Zahn, dann klappt das nicht. Also es ist ja schön, dass du einen Quarterback hast, der dir auf 100 Yards die Pille da durch ein Nadelöhr werfen kann. Ja. Aber wenn die fünf Dicken da vorne mit dem Hintern nicht hochkommen oder ich hier zwei Betonblöcke als Hände habe, das läuft ja gar nichts. Oder wir beiden können die 100 Meter rückwärts in 4,5 auf einem Bein laufen. Ja. Aber wenn der Guard und der Tackle das Loch nicht aufmachen, dann mache ich nicht einen Meter. Und das ist eben auf der anderen Seite natürlich die Gefahr. Das ist ein bisschen schwanger, geht nicht. Football bedarf einer gewissen Abstimmung untereinander. Da muss gemeinsam trainiert werden. Insofern, aber grundsätzlich sind da heute eben viel mehr Möglichkeiten. Und insofern glaube ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und dass da eine Menge mehr passiert. Aber nicht, wie gesagt, nicht zwingend auf dem aktiven Sektor. Das heißt jetzt nicht, dass wir, was haben wir momentan, 55.000, 60.000 mittlere AfVD, dass das jetzt in 2-3 Jahren sich verdoppelt und deswegen viel mehr Leute aktiv sind. Sicherlich mehr, wie gesagt, aus den eben genannten Gründen, da geht noch was. Ja, auf jeden Fall, da ist noch einiges zu tun. Es gibt auf jeden Fall mehr Coaches mittlerweile, sehr viele junge Coaches, die sich engagieren, gerade weil es halt so viele Ligen gibt, gibt es genug Jobs zu verteilen, auch für Helfer und Sideline-Leute, Equipment-Guys. Und andererseits als Aktiver habe ich eben ganz andere Möglichkeiten. Das sind ja teilweise Bewegungsabläufe, die bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich habe jetzt vielmehr die Möglichkeit von ehemaligen Spielern, mir da anzugucken, pass mal auf, wie wärme ich mich richtig auf? Das ist jetzt nicht ein Buch mit 7 Siegeln. Da gibt's Möglichkeiten, das zeitkomprimiert zu machen oder effektiv oder, pass mal auf, Verletzungsprävention. Das sind so Sachen, da sollte man drauf achten. Also man hat schon aufgrund dessen, dass wir inzwischen ja auch schon seit ein paar Jahren länger Football in Deutschland haben, hat man eben als potenziell Interessierter ganz andere Möglichkeiten, da einzusteigen. Ja. Passt ja zu dem, was ich vorhin sagte, wenn ich überlege, was wir damals bei den Sea-Lords Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht haben, so, getrunken wird nicht, trinken ist ja feige. Heute so, Digi, Hydration, Hydration, das ist aber schon ganz wichtig und auch die richtige. Und also nicht beim Training eine Cola trinken, sondern oder Ernährung oder. Also sicherlich hat der Sport sich da auch wahnsinnig weiterentwickelt, ist viel athletischer geworden. Die Möglichkeiten sind andere, wie du ganz richtig sagst. Es sind aber auch eben auch ganz andere. Wenn ich sage, ja, ich möchte mit dem Sport was zu tun, aber nicht unbedingt als Aktiver, habe ich auch ganz andere Möglichkeiten, mich einzubringen. Richtig. Also damals bei den Blauen mit dem Athletik-Coach Horst Meinert, den wir hatten, das war sicherlich auch einer der Unterschiede, dass das Gap im ersten Quarter genauso groß war wie im vierten Quarter, weil der eben eine herausragende Konditionsarbeit, Bewegungsschule gemacht hat etc. Und da sind eben heute viele auch unterhalb des GFL-Levels ganz anders unterwegs. Und das ist eben ein Riesenvorteil. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich der größere Gewinn aus dieser ganzen Geschichte, dass ich eben diese Möglichkeiten habe, dieses Know-how abzugreifen. Richtig. Es gibt ja auch diese Geschichten, wo Leute in der fünften Liga angefangen haben, nur 1-2 Jahre gespielt haben, dann 1-2 Jahre in die GFL gekommen sind und jetzt NFL Combine oder so. Ja, also Leute, die selber gar nicht wussten, dass sie dieses Talent haben, die eben Kraft und Geschwindigkeit und Schnelligkeit vereinen können, wo du sagst, wo bist du die letzten Jahre gewesen? Ja, richtig. Einfach wieder eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Es gibt mehr als nur Fußball. Genau. Also was würdest du Fans oder neuen Football-Fans sagen, wie wichtig ein Helfer ist im Football? Oder was, oder würdest du sagen, dass einer, der neu zum Football gekommen ist und Football das erste Mal sieht im Fernsehen, wie schnell er zu einem Verein kommen kann, beziehungsweise ausprobieren, würde ich immer sagen. Also grundsätzlich, wenn ich mit Football anfange, hilft es immer, was machen die da auf dem Platz eigentlich? Wer sind die ganzen kleinen Ameisen? Hilft es immer, wenn du da einen neben dir hast, der dir das mal erklären kann, der so eine Situation, so ein Fernsehkommentator, der kann ja nicht immer wieder bei Adam und Eva anfangen. Richtig. Das ist für die ja auch schwer. Das ist ja das, viele
wissen ja gar nicht darum. Die, die sich jetzt für Football interessieren, die sagen Ende Januar am Morgen nach dem Super Bowl, oh Mensch, jetzt dauert das wieder bis August, September, bis ich Football gucken kann. Nee, das gibt es ja auch in Deutschland. Das ist ja. Und gerade wenn ich neu als Zuschauer bin, sind wir mal ehrlich, der Gamespeed ist ja ein anderer als drüben. Das läuft hier alles ein bisschen langsamer ab, ohne jemanden jetzt hier auf die Füße treten zu wollen, aber es ist eben nicht alles Saquon Barkley auf 40 Yards. Und es ist eben auch viel angenehmer, dieses Feeling, hier mal auf dem Platz, Mensch, das ist jetzt hier vielleicht nur vierte Liga oder sowas, aber es ist eben familiärer. Ich kenne da vielleicht auf dem Platz vielleicht sogar einen oder eine Bekannte, eine Freundin, die Tochter ist da im Cheer unterwegs. Und wenn man selber das ausprobieren möchte, inzwischen gibt es ja die Möglichkeit, dass viele Vereine eine Leihausrüstung haben, dass ich jetzt nicht gleich hunderte von Euro ausgeben muss. Denn was ich eingangs schon mal sagte, man muss einfach mal selber so einen Hit am eigenen Leib erfahren haben und dann weiß ich eigentlich erst, ist das was für mich. Der Controller bei mir, das hat ihn geschäbert. Ja, aber wenn du derjenige bist, der da in der Murmel sitzt und da scheppert, das ist ein Unterschied. Ja. Das muss man mögen. Ja. Also habe ich ja selber, wie gesagt, damals, 21 Drive, rabam, hoffe. Gut, wenn mich da einer Blindside am Ohrloch erwischt hätte und ich hätte den Tannenbaum vom Kopf gesehen, wie in meinem ersten Spiel gegen Rotenburg, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, nee, auf der Tribüne mit der Wurst in der Hand ist ja auch ganz schön. Ja. Aber die Möglichkeiten sind jetzt eben da. Guckt einfach mal ins Internet und probiert das mal aus, fragt mal. Denn das ist ja das Schöne im Football, da findet jeder Topf seinen Deckel. Es gibt nicht zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Wir haben von den Anforderungen her so viele Needs, so viele Bedürfnisse, so viele Anforderungen, da geht was. Aber man muss dazu auch sagen, zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, du musst die Treppe nehmen. Also man muss dann schon mal ein bisschen, man muss dann auch bereit sein, ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen zu investieren. Also genau. Sonst ist Madden dann doch das Bessere. Perfekt. Was würdest du, also einfach mal so eine Frage, was würdest du einem Verein, einem ganz normalen deutschen Footballverein raten, was man machen könnte, um professioneller zu werden, ohne jetzt Geldfaktor ins Spiel, also unbedingt den Geldfaktor in den Vordergrund zu schieben, sondern eher welches so die wichtigsten Punkte wären, um vielleicht nachhaltig, langfristig erfolgreich zu sein als Verein? Coaching ist in meinen Augen wichtig, dass ich jemanden habe, dass ich da ein deutsches Wort zu nehmen, einen Übungsleiter habe, der nicht nur fachlich was mitbringt, sondern der eben mit den Jungs auch auf die Bedürfnisse eingehen kann. Das ist bei uns ein Hobbysport. Ich mache das neben Beruf, Studium, Familie, dass man das, Mensch, ich habe heute nicht meinen Starting Linebacker dabei, weil der hat heute Spätschicht oder sowas. Also, dass ich da einen Coaching-Staff habe, der nicht immer nur in komplett professionellen Strukturen denkt. Der sieht so, pass mal auf, das ist jetzt hier die Gegebenheit. Wie kann ich mich innerhalb der, kann ich aus diesen Gegebenheiten das Optimum herausholen? Von der Organisation her, dass ich dem Coach, soweit es mir die finanziellen und organisatorischen Mittel ermöglichen, dem, ich sag mal, ein Optimum zu geben, dass er Spielgerät da hat, er hat genug Bälle. Damit fängt es ja schon mal an. Ja. Dass ich im Winter eine Hallenzeit habe. Dass ich für die Jungs nach Möglichkeit so kleine Dinge, dass sie sich vielleicht am Spiel da umziehen können. Mhm. Oder, wenn das eben nicht der Fall ist, das auch klar kommunizieren. Also das ist für mich sowieso das Wichtigste. Das hat mir ein Coach mal beigebracht. Zwei Dinge fürs Phrasenschwein. Plan your work, work your plan. Überleg dir, was du vorhast, mach dir einen Plan und dann arbeite diesen Plan auch ab. Und ganz wichtig, information make people feel safe. Information, Kommunikation. Wenn was nicht so geht, wie das geplant ist, lass da nicht erst einen Shitstorm sich entwickeln, sondern, sorry Jungs, ich habe vergessen, da anzurufen oder die Behörde hat uns vergessen mitzuteilen, da ist eine Rasensperre. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Wir haben damals auf St. Pauli in dem Stadion gespielt und wer schon mal in dem alten St. Pauli-Stadion war, die Umkleidekabine ist für Fußballer schon sehr eng.
Und Footballer gingen überhaupt nicht. Und vor allem, die hatten nur zwei. Das heißt, die haben wir für die Gastmannschaft. Wir sollten uns in dem anliegenden Schwimmbad in der anliegenden Schule umziehen. Erstes Spiel, wir stehen da, ja. Es waren Schulferien, der Typ ist in Urlaub gefahren. Und der Hausmeister hat uns stumpf vergessen. War da ein bestimmter Linebacker, der hätte mich fast umgebracht, weil der gedacht hat, ich habe gepennt, wir haben den belogen oder sowas. Und das war eben Kommunikation, erzählt den Leuten das, versichert euch lieber, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenarbeitet, versichert euch zwei- und dreimal. Ich sag mal, versucht es im Kleinen, es muss nicht immer alles hier Bayern München oberstes Regal sein. In dem Rahmen der Möglichkeiten und erklärt den Leuten, warum etwas wie läuft. Es ist Amateursport, da klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und umgekehrt, als Spieler, seid ehrlich, was ihr wollt, wie viel Zeit ihr investieren könnt, wie viel Zeit ihr investieren wollt. Und was ehrenamtliche Helfer anbelangt, streichelt die mal ein bisschen. Das ist nicht immer eine monetäre Sache, sondern sagt dem Mensch, ein Dankeschön, das ist viel mehr wert als ein Freibier nach dem Spiel oder eine Cola, muss ja nicht immer Alkohol sein. Die gegenseitige Wertschätzung. Denn wenn der seinen Hintern dahin bewegt, um für euch die Wassertonne aufzufüllen, dann erwarte ich verdammt auch nochmal, dass ihr euren Hintern zum Training bewegt. Ich stelle mich da nicht hin für drei Mann, damit wir hier Ene, Mene, Mink-Mank spielen, sondern damit hier auch ein bisschen was klappt. Muss ja nicht immer 22 Mann plus 22 Backups, aber wie gesagt, bisschen schwanger ist doof, dann vielleicht doch lieber die Videospielkonsole. Sehr, sehr gut. Wir haben ja persönlich angefangen. Wollen wir auch wieder ein bisschen Jetzt wird's die persönlich. Scheibe jetzt wieder ein bisschen persönlicher? Nee, einfach nur ein bisschen so dein jetziger Alltag und was vielleicht so deine Ziele sind, wie deine Zukunft, was vielleicht willst du noch etwas Also sehen, aus vielleicht dem willst du noch. Vereinsfootball habe ich mich mehr oder weniger zurückgezogen. Da habe ich so ziemlich alles gesehen. Da bin ich satt, Warst vor kurzem ja auch noch verdorben. tätig, ne? Du warst vor kurzem tätig noch, vor ein, zwei Jahren. Ja, ich war da noch mal. Da habe ich selber gemerkt, nee, da bin ich vom Kopf her, da war ich der falsche Mann am falschen Ort. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da war ich kommunikativ selber nicht mit mir so ganz im Reinen. Ich habe das jetzt die letzten Jahre beruflich machen können, meine Equipment-Geschichte bei einem Ausrüster hier in Hamburg. Und ich sage mal, mehr geht nicht. Ich komme ursprünglich aus der Werbung, war da viele Jahre auf Unternehmensseite. Die haben da aber finanziell dann auf einmal fürchterlich ins Klo gegriffen. Und da war ich einer von den Alten und hatte da im Verhältnis auch noch gut verdient und war dann schneller vor der Tür, als ich gucken konnte. Und habe dann eben aufgrund der Erfahrung, die ich habe, die Chance da bekommen, da im Ausrüsterbereich. Und da, sage ich mal, ist mein Credo genauso. Früher habe ich den Jungs auf den Helm gehauen und sie rausgeschickt und gesagt, Alter, musst du deinen Ring jetzt tragen? Das dröhnt, wenn du mir auf den Helm haust. Und jetzt gehe ich mit den Jungs zur Kasse. Aber der Anspruch ist eben für mich nach vor derselbe. Also wenn da jemand reinkommt, der seit 3 Wochen spielt, dem verkaufe ich natürlich gerne das X-Tack-Pad, weil das ist das teuerste im Laden. Auf der anderen Seite meiner Meinung nach auch das beste Pad. Aber das ist ein Pad, das ist so wie damals in Wuppertal die Scheibe trocken Toast in Anführungsstrichen. Da ist nicht so viel. Da muss ich schon ein bisschen wissen, was ich tue. Da muss ich körperlich schon ein bisschen was mitbringen. Das ist so eine Geschichte, das, worüber wir eben sprachen. Die Jungs, die jetzt böse gesprochen oder auch die Mädels, oder die Kinder, die Kids, die Jugendlichen, die das jetzt von der Videospielkonsole oder eben von RAN aus dem Fernsehen kennen und das jetzt ausprobieren möchten. Da habe ich Spaß dran, denen jetzt einfach mal meine Erfahrung angedeihen zu lassen und denen dann das Bestmögliche mitgeben zu können und ja, auch unter finanziellen Gesichtspunkten. Ich habe da Eltern, die möchten dem Kleinen natürlich alles anziehen. Ich sage, der Kleine kriegt einen Hitzschlag. Ich sage, ja, natürlich kannst du das, aber er soll sich ja auch noch bewegen. Und ich sage mal, so ein bisschen Schmerz ist dabei. Das kann schon mal wehtun. Deswegen kann so ein bisschen Kraft und so weiter. Das ist so die Richtung, in die ich weiter möchte. Das war jetzt im letzten Jahr gesundheitlich bei mir selber nicht so ganz möglich. Deswegen musste ich da eine Auszeit nehmen. Aber so Corinna will, geht das wieder weiter.
Und für den Rest ist, ich sag mal, mein Team sitzt in Missouri. Und das wird dieses Jahr wohl eher nichts. Ja. Das tut natürlich weh. Ja. Aber das ist etwas, da gibt es immer noch wieder neue Sachen, die ich sehen möchte. Gibt es immer noch mal wieder neue Spiele. Dieses Klar. Jahr wäre ich mit nach Brigham Young nochmal nach Utah in die Berge. Das hätte mich sehr interessiert, weil so hat das vom Fernseher mal angefangen. Ty Ja. Detmer, Brigham Young, Provo Utah, das hätte ich mir gerne angeguckt, aber wahrscheinlich spielt die SEC dieses Jahr auch nur Conference Only und wenn, ist das natürlich auch eine geschlossene, da brauchen die keinen, der um die halbe Welt gereist ist und sich auf dem Weg sonst was eingefangen haben könnte. Klar. Das sind so die persönlichen Geschichten, die ich mir selber nochmal. Sehr gut. Dann kann sich ja der junge Spieler glücklich schätzen, so einen erfahrenen Berater zu haben, Ja, gut, der also. jegliche Generation von Equipment Ja, mitbekommen man hat die hat da letzten. vieles gesehen, man hat drüben Ja. auch gesehen und man weiß dann eben teilweise, also ja, das kannst du, aber brauchst du nicht. Das kannst du ja auch im Jahr 2 oder 3 kaufen. Genau. Gute Schuhe sind wichtig, wenn du eine Base hast und Helm und Schulterpad deiner Position entsprechend. Und ganz wichtig, Jungs und Mädels, nicht immer den Helm, den ihr im Fernsehen seht. Wenn ihr bei einem Händler seid, nehmt euch die Zeit, probiert alle Murmeln mal an. Meine Murmel ist andere als deine Murmel. Ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf, da rutscht nichts, aber du hast lange Haare. Hat einen Grund, warum es verschiedene Modelle gibt. Nicht immer ist nur das eine Modell, das wir bevorzugt im Fernsehen sehen, immer das Richtige. Denn ich sage immer, ich möchte euch auch nächstes Jahr noch was verkaufen. Ich bin hier nicht auf die schnelle Mark aus. Das ist wie Equipment Manager. Ich möchte mit dir die ganze Saison spielen. Und dementsprechend, ich habe Leute gesehen, die haben mit dem Handtuch im Helm gespielt. Ja, Helm ist zu groß, ne? Und mit dem Handtuch passt das. Ja, und deswegen liest du da jetzt auch, ne? Und siehst den großen Wagen mit das um 12. Ja. Ja. Augen auf beim Verkauf. Sehr, sehr wichtig. Gibt es sonst irgendwas, was du unseren Leuten noch sagen möchtest? Wer jetzt nach all dieser Dummsabbelei noch mehr von mir hören möchte, hat ab und zu die Chance. Ich hatte es ja mal erwähnt, Carsten Spengemann, mit dem mache ich ab und zu Podcasts zusammen, die Pille für einen Mann. Da machen wir ab und zu mal Specials. Spotify, iTunes, einfach mal googeln. Da hört ihr mich dann zu Themen wie, was weiß ich, besten College Rivalries oder irgend solche Geschichten, sowas. Also nicht zwingend das Tagesaktuelle. Aber da machen wir ab und zu mal was zusammen. Das sind so, auch Chance hätte es früher auch nie gegeben. Also macht auch Spaß, da einfach mal die Möglichkeit zu haben, drauf loszusabbeln. Sehr, sehr cool. Andreas, vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank. Sehr Hat mich interessant. sehr gefreut. Vielleicht mal wieder Ja, irgendwann in Zukunft. du siehst ja, sabbeln, wenn ich eins kann, dann sabbeln. Richtig cool. Danke.